Hitler! Naja. Restez là, Jolie. Restez là. Hier, Jungs! Jungs, hört mal her! Das ist Hitler! Das ist der Neue! Wie alt bist du überhaupt, mein Hübscher? Fast 19. Und Sie? Alt genug, um dein Vater sein zu können. Obwohl, möglich wär's. War deine Mutter vor 19 Jahren mal in Hamburg? Ja, Werner, natürlich. Wir alle haben unseren Tabellenstand im Blick, wa? Daran hab ich gar nicht gedacht. Ich ja auch nicht. Komm, tu nicht mehr. Ich weiß genau, wie viele Tonnen du letzten Monat versenkt hast. Und du weißt auch, wie viele Tonnen ich versenkt habe. Das ist mir nicht wichtig. Mir schon. Du weißt, dass du einen Vorsprung hast. Du weißt auch genau, wie viele Tonnen Vorsprung du hast. 7248. In etwa. Ja, wir sind beide nur noch ein großes Schiff vom Krawattenblech entfernt. Ne? Wo wartet diese leichte Beute wohl auf uns? Ne? Das werden wir erfahren, wenn wir den Hafen verlassen. Noch einen Schluck? Wir haben noch einen Moment. Nein. Einer sollte doch wenigstens nüchtern sein an Bord. Mach's gut, Werner. Du auch. Ich sag dich nächsten Monat. Er hat seine Koordinaten dem Feind durchgegeben? Auf Englisch. Wie umsichtig von ihm. Und er kann sich weder verteidigen noch tauchen. Weder angreifen noch entkommen. Eine ideale Zielscheibe. Dann ist die Jagdsaison wohl jetzt eröffnet. Dann bleiben Sie an Untergangsstelle. Tauchklarheit sicherstellen. Sind Sie einverstanden, dass ich nach Ihrem Entschluss in der Festung Berlin zu verbleiben, als Ihr Stellvertreter sofort die Gesamtführung des Reiches übernehme? Mit voller Handlungsfreiheit nach innen und außen. Falls bis 22 Uhr keine Antwort erfolgt, nehme ich an, dass Sie Ihrer Handlungsfreiheit beraubt sind. Ich werde dann zum Wohle von Volk und Vaterland handeln. Es ist Landesverrat und Verrat an Ihrer Person. Görings Sorge ist nicht so unberechtigt. Wenn unsere Kommunikationssysteme zusammenbrechen, und das kann stündlich geschehen, dann sind wir in der Tat von der Welt abgeschnitten. Befehle und Anweisungen können dann nicht mehr übermittelt werden. Ich sehe das anders. Göring will die Macht an sich reißen. Diese Mischpurke, die sich am Obersalzberg um ihn rottet, war mir noch nie geheuer. Es riecht nach Putsch. Dieser Versager, dieser Schmarotz. Ein paar Vanille Faulpelz! Guten Tag, Frau Junge. Herr Speer, wie sind Sie denn noch nach Berlin reinkommen? Einfach war es nicht. Aber ich muss noch einmal zum Führer. An Ihrer Stelle würde ich damit lieber warten. Die Luftwaffe! Was hat er daraus gemacht? Allein dafür müsste man ihn an die Wand stellen! Dieser Morphinist! Hat die Korruption in unserem Staat möglich gemacht. Und jetzt das. Verrat an meiner Person. An meiner Person. Das ist ein Geschwätz der Schweinepfaff. Mitleid ist eine Ursünde. Ich sage immer, Mitleid zu haben mit den Schwachen. Ist Verrat gegen die Natur. Das Starke kann letztlich nur triumphieren, indem es das Schwache ausmerzt. Ich will, meine Herren! Kapituliere niemals! Das ist empört! Ich habe noch nie einen Befehl des Führers zuwider gehandelt. Wir können den Gruppenführer Fegelein nirgendwo finden. Er ist nicht in der Bunkeranlage. Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden. Dann suchen Sie ihn eben.
Ich will Fegelein sehen! Sofort! Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht! Verrat! Bringen Sie mir Fegelein! Fegelein!